Heute beim Elektrischen Reporter: Depressionen, Transphobie und Reklamesperrungen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Ursächlichkeit, Gleichzeitigkeit und Zufälligkeit. Diese drei Konzepte kann das menschliche Affenhirn nur äußerst schwer voneinander trennen. Das zeigt sich beispielsweise beim Hang des Homo sapiens, permanent Zusammenhänge zwischen ungefähr allem zu sehen. Zwischen Depressionen und dem Internet beispielsweise. Ob Amoklauf, Mobbing oder Drogenhandel. Eine Mitschuld an vielen Problemen unserer Zeit geben Journalisten und Politiker nur zu gerne dem Internet. Oft ohne wissenschaftliche Beweise dafür präsentieren zu können. Auch wenn es um die Ursachen depressiver Erkrankungen geht, taucht immer wieder ein möglicher Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter in der Debatte auf. Kati Krause aus Berlin hat einen solchen Zusammenhang bei sich selbst beobachtet. Während ihrer Depression entwickelt sich die Nutzung sozialer Medien für die Journalistin zu einem echten Problem. Auf einmal merkte ich, dass sich das wahnsinnig ungesund anfühlt, wenn ich die nutze. Ich lag auf dem Sofa rum, ich konnte nicht lesen, ich konnte keinen Film anschauen, weil ich einfach mich nicht genug konzentrieren konnte auf irgendwas. Und ich habe eben die ganze Zeit mit dem Handy rumgespielt. Das war einfach alles, was ich gemacht habe. Facebook und Instagram sind nicht die Ursachen ihrer Erkrankung. Aber gerade weil es ihr zu dieser Zeit so schwer fällt, überhaupt so etwas wie Freude zu empfinden, ist das ständige Öffnen und Schließen der Social-Media-Apps damals eine Ersatzbefriedigung für Krause. Ein kleiner Dopaminkick in einer Zeit voller Schwermut. Es gibt nichts Schönes mehr wirklich. Da ist natürlich sowas, dieser ganz kurze Moment, so eine schöne Welle, ist großartig. Ja? Die hält aber nur einen Bruchteil einer Sekunde an. Und dann ist es wieder weg. Krause zieht eine radikale Konsequenz aus dieser Selbstbeobachtung. Sie fährt ihre Social-Media-Nutzung immer weiter runter, löscht die Apps von ihrem Handy. Und lernt in der Therapie, dass sie Stressquellen, zu denen für sie auch soziale Medien gehören, besser meiden sollte. Eine Strategie, die für den ebenfalls mit einer Depression lebenden Softwareentwickler Uwe Haug jedoch nicht in Frage kommt. Denn nach einem Selbstmordversuch erkennt er noch in der Psychiatrie: Soziale Medien können auch ein Weg sein, sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen. Er beginnt deshalb unter dem Hashtag aus der Klapse über seine Krankheit zu twittern. Und erlebt die sozialen Medien ganz anders. Es ist eher ein Ventil, das mir möglich macht, auf eine Art zu kommunizieren über meine Krankheit, die für mich leichter ist. Ich kann mir in Ruhe Gedanken machen, was ich schreibe. Das ging. Also es war für mich eher in der Phase, wo ich wirklich tief in der Depression war, so eine Art Notnagel nach draußen, der mir geholfen hat. Haug weiß, wer sich im Netz vor aller Öffentlichkeit als psychisch krank outet, der macht sich angreifbar. Muss vielleicht Spott, Häme oder den Hass der Internettrolle ertragen. Aber das Gegenteil passiert. Die Leute sind gar nicht so bösartig, wenn du das sagst, was du hast, sondern die sind eigentlich froh darum, dass mal einer darüber redet. Also es hat für mich gebracht, dass ich jetzt relativ offen damit umgehe, also so offen, dass viele schon verblüfft sind, auch wegen des Suizidversuchs. Da haben die meisten erwartet, dass ich die Klappe halte. Und ich habe schon den einen oder anderen Tipp bekommen. Uwe Haug würde nicht sagen, dass ihn die sozialen Medien von seiner Depression geheilt haben. Aber sie haben heute einen festen Platz in seiner Art, mit der Krankheit umzugehen. Tom Pschorr, Psychiater und Chefarzt der Schlossparkklinik Berlin, bewertet die Wirkung sozialer Medien auf psychisch Erkrankte nicht pauschal positiv oder negativ. Wichtiger sei vielmehr, dass Patient und Therapeut über das individuelle Nutzungsverhalten sprechen. Facebook oder Twitter aber gar für das Entstehen einer Depression verantwortlich zu machen, ist für Pschorr nicht haltbar. Die hochwertigen Studien zur Häufigkeit von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen in Deutschland und in Europa, die zeigen uns interessanterweise, dass Depressionen häufig sind, aber nicht zunehmen über die letzten Jahre. Was zunimmt, ist, dass Depressionen häufiger erkannt werden, aber die eigentliche Häufigkeit nimmt nicht zu. Und insofern liegt es auch nicht nahe, jetzt in der Verbreitung des Internets die Hauptursache dafür anzunehmen.
Erkrankungen wie Depressionen sind zu komplex, als dass man sie immer auf einen Grund zurückführen könnte. Eines jedoch ist sicher: Menschen, die sich in sozialen Medien offen mit ihrer Depression auseinandersetzen, können anderen Betroffenen helfen, sich ihrer Krankheit zu stellen. Indem sie diese psychische Erkrankung enttabuisieren und zeigen, dass viele Menschen mit Depressionen zu kämpfen haben. Und dass es keinen Grund gibt, sich deshalb zu verstecken. Weder offline noch online. Wir bleiben beim Affen namens Mensch. Der tendiert aufgrund der in ihm tief verwurzelten Steinzeitlichkeit noch viel zu oft dazu, Andersartigkeit als Bedrohung zu begreifen. Fremde, Andersgläubige, Schwule, Lesben, Transmenschen. Um Letztere geht es in unserem heutigen Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Mina Tulu und ich arbeite als Communications Officer für Transgender Europe. Transgender oder Trans bezeichnet Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, identifizieren. Die Organisation gibt es nun seit 10 Jahren. Unser Hauptfokus ist der Kampf für die rechtliche Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit, die Unterstützung von Aktivisten und die Verhandlungen mit Regierungen mit dem Ziel, den Prozess der Geschlechtsumwandlung für Betroffene so schnell, so zugänglich und einfach wie möglich zu machen. Es ist schwierig und beginnt schon damit, keinen Ausweis zu haben, bei dem das Passbild so aussieht, wie du es tatsächlich tust. Du gehst also zur Post und die Ausgabe eines Paketes wird verweigert, weil dein Pass nicht zu deiner Person passt. Das ist nur ein Beispiel der vielen Hürden, die Transmenschen bewältigen müssen, um so akzeptiert zu werden, wie sie wirklich sind. Trans Murder Monitoring ist eines unserer Projekte, bei dem wir auf Daten von über 100 Aktivisten und Organisationen zugreifen können. Diese senden uns Reporte und Zahlen über die Morde an Transmenschen auf der ganzen Welt. Seit 2008 wurden 2115 Morde aufgezeichnet. Für viele Menschen ist der Begriff Geschlecht etwas sehr Eindeutiges. Für sie stehen Männer auf der einen und Frauen auf der anderen Seite. Das Geschlecht eines Menschen machen sie an biologischen Merkmalen fest. Transmänner und Frauen verwischen diese Grenzen aber. Das macht vielen Menschen Angst. Sie verstehen es nicht und regen sich darüber auf. Transmenschen müssen sehr vorsichtig sein und immer darauf achten, dass sie sich an sicheren Orten befinden. Indem wir die Prozesse leichter und zugänglicher machen, indem wir medizinische Versorgung erreichbar machen und indem wir über Transmenschen und das, was sie tagtäglich erleben, reden, können wir ihr Leben ein bisschen einfacher machen. What they face then hopefully would can make this daily life easier. Schon zu Zeiten des VHS-Videorekorders gab es ein technisches Hilfsmittel, um während des Filmabends Reklame nicht ins Wohnzimmer zu lassen. Man nannte es Vorspulen. Im Internetzeitalter ist das mutwillige Ausblenden von Werbeelementen indes zu einem Politikum geworden, wie unser nächster Beitrag zeigt. Das Kölner Startup IO hat ein bei Werbemuffeln gefragtes Produkt entwickelt. Den Werbeblocker AdBlock Plus. Ein simples Programm für den Browser, das Surfen ohne Werbung verspricht. Und mal eben das Erlösmodell eines Großteils des Internets in Frage stellt. Unternehmenssprecherin Marsha Grant weiß auch, warum ihre Kunden keine Lust mehr auf Internetwerbung haben. Und zwar wurde über die Jahre hinweg immer aggressivere Online-Werbung im Internet verbreitet. Und Nutzer fühlen sich davon gestört natürlich, weil es unangenehm ist, weil es stört, weil es den Lesefluss unterbricht. Unschließbare Fenster, automatisch startende Videos und blinkende Banner. Für die rund 45 Millionen Adblock-Nutzer ist das kein Thema mehr. Doch die Betreiber vieler werbefinanzierter Webseiten sehen genau darin ein Problem. Denn wenn das Publikum schwindet, zahlen auch die Anzeigenkunden weniger.
Von dieser Zwickmühle profitiert das Startup. Denn das Unternehmen verdient sein Geld damit, bestimmte Webseiten von seinem Blockiermechanismus auszunehmen. Freigeschaltet werden aber nur Seiten mit unaufdringlicher Werbung, behauptet IO. Es darf nicht den Lesefluss unterbrechen, es darf nicht blinken, es darf nicht automatisch starten, also auch kein Ton. Und das sind allgemein, kann man sagen, gute Bild-Text-Ads, die sind akzeptabel. Für IO ist solche Werbung ein Kompromiss zwischen den Interessen der Internet-User und denen der Werbetreibenden. Einige Verlage sprechen dennoch von Erpressung. Denn IO verlangt im Gegenzug einen Teil der Werbeeinnahmen der großen Seiten und hat genug Macht, um diese Forderungen auch durchzusetzen. Für den Trendforscher Mike Weber gibt es aber auch aus Sicht der User gute Gründe, sich kritisch mit diesem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Ein kleines Unternehmen entscheidet darüber, welche Inhalte transportiert werden und welche nicht. Und wenn es diese technische Möglichkeit gibt, ist ja nicht unbedingt immer gesagt, dass nur lästige Werbung rausgefiltert wird. Und es wäre genauso gut vorstellbar, dass Inhalte rausgefiltert werden. Diesen Zensurvorwurf weist IO zwar von sich. Trotzdem wächst der Widerstand gegen Adblock Plus. Vor allem bei den Seitenbetreibern. Diese sperren ihre Inhalte immer häufiger für User mit Werbeblocker, wie zum Beispiel Bild.de. Der Programmierer Thomas sieht das nicht ein. Er schreibt ein Programm, mit dem sich wiederum die Netzsperre auf Bild.de umgehen lässt. In seinem Browser verhindert jetzt ein Skriptblocker Marke Eigenbau nervige Pop-ups. Und der soll gleichzeitig seine Privatsphäre schützen. Sein Argument? Die Werbung auf Bild.de ist ein Sicherheitsrisiko. Diese Skripte können eigentlich alles Mögliche machen. Sie können meine Browser-ID erfassen, wissen, von wo ich dahin gekommen bin, was ich danach angeschaut habe, erstellen dann ein Profil von mir. Das ist mir zum einen nicht recht, aber zum anderen ist es wirklich gefährlich, über Skripte mir Code in den Browser zu laden, der dann schädlich sein kann. Längst beschäftigt der Streit um die Werbeblocker auch die Gerichte. Hier streiten Verlage mit Adblocker-Firmen. Ausgang offen. Und sogar ein YouTuber, der einen Tipp zur Umgehung der Bild.de-Sperre veröffentlicht hatte, hat der Axel Springer Verlag bereits abmahnen lassen. Der daraufhin wiederum den Springer Verlag verklagt hat. Im Netz herrscht also ein regelrechter Kleinkrieg um die Adblocker. Thomas möchte seinen vollen Namen deshalb lieber nicht nennen. Und vor allem selbst entscheiden können, was er mit seinem Browser macht. Und was nicht. Ich möchte mir auch nicht vorschreiben lassen, wie ich dieses Internet zu benutzen habe. Es gibt Regeln, an die müssen wir uns halten. Aber wenn eine kommerzielle Firma aufgrund ihrer Geldgier eigene Regeln erfindet, muss ich die nicht akzeptieren. Thomas selbst sieht sich übrigens nicht als Werbemuffel. Er weiß, dass die Inhalte im Netz irgendwie finanziert werden müssen. Solange es aber keine Standards gibt, die dem User ein Mindestmaß an Sicherheit und Transparenz garantieren, wird er weiter blocken und gar keine Werbung im Netz sehen. Werbung verkauft keine Produkte, sondern gleichförmige Lebensmodelle. Oliviero Toscani. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.